Ja, McDonald's Kundenservice. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Ich wollte mal zum Ronald McDonald's. Der Ronald McDonald's, da ist viel unterwegs, da hat sehr viel zu tun. Ich wollte nämlich mal was fragen. Du wolltest was fragen? Ja, warum er aufs Mädchenklo gegangen ist. Was? Solche Sachen macht der? Ja. Ehrlich? Ist der Ronald McDonald vielleicht eine Frau? Na, eigentlich nicht. Eben. Das ist ein Mann. Weil wenn ich aufs Mädchenklo gehe, dann schmeißen die mich immer raus. Außer die Mama ist dabei. Die Mama ist da. Ja, weil ich noch nie mit zum Becken hochkomme. Kommst du nicht hoch? Muss ein bisschen wachsen. Ja, und der Ronald McDonald, wir haben das alle gesehen, der ist aufs Mädchenklo. Der ist aufs Mädchenklo gegangen. Dann müssen wir mal eben... Ich will mal mit ein ernstes Wort sprechen. Mach mal so. Vielleicht guckt ihr einfach mal nach, was es ist. Ob sie jung oder Mädchen ist. Der ja. Ronald da gucken wir mal nach. Weißt du, wie man das unterscheidet? Weißt du das? Ja. Was? Das weißt du schon. Du weißt nicht, wie man Jung und Mädchen unterscheidet? Na, eigentlich ja. Na, woran denn? Na, weil die Jungs gehen auf die Jungstoilette und die Mädchen auf die Mädchentoilette. Genau, und weshalb? Na, weil die Jungs auf die Jungstoilette gehen, weil die Jungs eben Jungs sind. Mädchen haben Zöpfe. Und die Jungs haben Bärte. Nein. Nein! Und Jungs haben einen Bullermann. Ach, Sister. Ich bin nicht auf das Wort gekommen. So ist das nämlich. Danke, dass du mich jetzt aufgeklärt hast. Ja, da müsst ihr beim Ronald McDonald mal nachgucken, weil weißt du, was das Bekloppte ist? Ja, nee. Hast du schon mal mit einer Barbie gespielt? Mit einer Barbie-Puppe? Bin ich, glaube ich, aus deinem Alter raus. Aber ich kenne die Barbie-Puppen, ja? Dann kennst du bestimmt auch einen Ken. Ja? Genau das gleiche Problem. Dasselbe Problem? Der müsste auch auf eine Mädchentoilette. Der Ken? Ja. Wieso? Ja, na, hast du Ken mal die Hose runtergezogen? Das mache ich nicht. Da ist auch keiner. Nee, haben sie den vergessen? Hm. Na, so eine Wirtschaft. Also sag dem Ronald McDonald mal entweder... Ja? Er muss aufs Jungsklo, wie sich das gehört. Ja? Oder er macht sich Zöpfe. Oder er macht sich Zöpfe? Jo. Gut, alles klar, Nils. Ich danke dir, dass du uns das mitgeteilt hast. Bitteschön. Na, alles klar. Weil weißt du nämlich noch was? Nee. Die Jungs hier vom Radio dürfen auch nicht aufs Mädchenklo. Oh nein. Doch, doch.